Stucky Sound. Hoochie. Hallo und herzlich willkommen bei lockergrillen.de. Heute ist der Plan, mal was nicht ganz so Klassisches zu machen. Heute gibt es eine Putenbrustrolle. Also eine Putenbrust habe ich mir so Schnitzelchen abschneiden lassen. Die habe ich schon mal so aufgeschnitten, aufgefächert. Und da werden wir es jetzt füllen mit Basilikum, Pesto und Schinken. Und das Ganze kommt dann auf den Grill, wird dann fertig ziehen und wird extrem lecker schmecken. Und zwar brauchen wir für das Ganze natürlich hier die Putenbrust. Zeige ich euch gleich, wie ich die da aufgeschnitten habe. Dann ist das hier Serrano-Schinken. Dann ein Pesto, ein fertiges grünes Pesto. Dann Basilikum, bisschen Salz. Hier so eine Kordel, so eine Kochkordel heißt es, so weiß ich nicht. Eventuell zum Zusammenbinden, weiß ich nicht so, ob das, wie das so hält. Dann fangen wir mal an und füllen das Ganze. Dann schauen wir uns die ganze Sache doch mal an. Und zwar sind das hier die Schnitzel, die ich so nochmal so aufgefächert habe sozusagen, ja. Und da würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal drin, bisschen Salz, nicht so viel, kommt auch das Pesto dran. Dann machen wir mal Pesto ran. Jetzt kommt der Serrano-Schinken. Und ein paar Blätter Basilikum. Und jetzt rollen wir das Ganze ein. Hier seht ihr die fertigen Rollen, nicht schön, aber selten, aber es ist zusammengerollt, alles ist drinne, wie man sieht, sieht doch super aus. Jetzt werde ich die Putenbrustrollen auf den Grill legen, auf den Spirit, die habe ich jetzt schon vorgeheizt und zwar indirekt. Ich zeige es euch gerade, wie ich das aufgebaut habe sozusagen. So. Brenner ist an, Brenner ist voll an, Brenner ist aus. Hier ist also kaum was und hier ist jetzt direkte Flamme und jetzt werde ich die Putenbrustrollen direkt drauflegen, dass sie schön scharf anbraten und dann rüberziehen und rüberlegen und fertig ziehen lassen. Mitverfolgen konntet, hatte ich jetzt die Rollen aufgelegt und auf allen vier Seiten einfach mal kurz schön scharf angebraten, jetzt rüber in den indirekten Bereich gezogen und jetzt denke ich mal dauert es, naja, so, die sind nicht so dick, vielleicht so 20, 25 Minuten, dann sind die schön durchgezogen nach innen und noch schön saftig. Also schauen wir mal so in 20 Minuten wieder drunter. Bis gleich. Jetzt nach genau 25 Minuten. Zack. Fertig. Und ich habe mich noch spontan dazu entschieden, das Ganze nicht nach Zeit einfach nur zu machen, sondern nach Kerntemperatur. Und da habe ich ein Thermometer und habe mich so auf eine Kerntemperatur so um die, naja, 80 Grad wollte ich eigentlich erreichen. Schauen wir mal. Fünf.
75, 76, ja, perfekt. 77 Grad, 78, ja. Super. Das sieht gut aus, würde ich mal sagen. Das ist nicht trocken und gar nichts. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus und super lecker. Und es riecht fantastisch. Also, sieht gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Damit schon mal eine Scheibe runtergeschnitten. Es riecht jedenfalls extrem lecker. Es riecht wirklich extrem lecker. Jetzt schaue ich nochmal. Hier wollen wir nochmal zusammen schauen. Also, man sieht alles. Das Basilikum, den Serrano-Schinken, alles. Und jetzt. Super. Super saftig. Ich denke mal, 80 Grad war genau richtig. Und Pesto, der Schinken schmeckt mir schön raus, schmeckt echt extrem lecker. Basilikum, saugut. Das kann ich euch echt empfehlen. Macht das mal nach. Ja, danke ich euch für das Interesse. Dann freut es mich, dass ihr zugeschaut habt. Hier unten, hier glaube ich, einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt, euch öfters zu sehen. Folgt mir auf Facebook, Twitter, Instagram oder wie gesagt hier auf YouTube. Und dann, ja, wie gesagt, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.